Ja, vielen Dank. Genau, ich werde heute ein bisschen über den sogenannten Smart City Diskurs sprechen, von dem wir gerade schon etwas gehört haben, und wollte einfach mal sozusagen anfangen, nicht mit der Zukunft, sondern mit der Geschichte oder auch der Geschichte der Zukunft. Das hier ist eine, ja, kein echtes Bild, sondern eine Fotomontage aus den 1960er Jahren in New York City, wo der Architekt und Wissenschaftler Buckminster Fuller sich sozusagen vorgestellt hatte, eine sogenannte geodätische Kuppel, man kennt sie von so Messen oder aus botanischen Gärten, über der Stadt zu bauen. Er war ein Pionier darin, darüber nachzudenken, wie man mit Ressourcen umgehen kann, etwas, das den heutigen Smart City-Diskurs auch sehr viel beschäftigt. Und hatte eben die Idee zu sagen, okay, warum bauen wir nicht diese Kuppel? Die wird uns Energie sparen, weil die Häuser nicht mehr einzeln heizen müssen, sondern wir die Kuppel heizen. Er hatte sogar einen Finanzierungsplan, hat gesagt, die Kosten von 200 Millionen Dollar wird die Stadt übernehmen und sich das über die nächsten 10 Jahre durch die Einsparung vom Schneeschippen und diesen ganzen Diensten wieder zurückholen. Das ist nie Realität geworden. War relativ ausgearbeitet, zeigt aber ein Stück weit, finde ich, diese verschiedenen Utopien, die in der Smart City immer wieder auftauchen in dem Diskurs. Wenn wir heute darüber reden, findet der Smart City-Diskurs seit über 10 Jahren auch zum großen Teil auf Messen, Ausstellungen statt. Es geht um Unternehmen, die verschiedene Lösungen entwickeln. Etwa intelligente Müllabfuhr, wo sozusagen die Müllabfuhr weiß, welche Mülltonne wann geleert werden soll und so weiter. Oder intelligente Straßenbeleuchtung, die Ressourcen einsparen könnte. Es geht darum, Lebensqualität zu steigern mit sogenannten neuen Mobilitätsangeboten. Und es geht natürlich auch darum, irgendwie alle möglichen Daten der Stadt auf einer Stelle zusammenzuführen, sodass der Bürgermeister sie unter Kontrolle hat. Vor etwa 10 Jahren ist dieser Begriff Smart City vermehrt aufgetaucht, vor allen Dingen vorangetragen durch IT-Unternehmen wie IBM oder Cisco, die Wettbewerbe veranstaltet haben. Die IBM Smarter Cities Challenge gibt es seit 2010, glaube ich. Daher kommt auch zum großen Teil unsere heutige Beschäftigung mit dem Diskurs. Vor allen Dingen eben durch viele Beispiele, durch solche ersten Produkte, die dort versucht werden, an Städte zu verkaufen. Ich meine, IBM hat die meisten Unternehmen auch schon mit ihren Technologien ausgestattet. Bisher gibt es wenig Forschung dazu, trotzdem setzt sich das dann fort. 2015 verabschiedet Berlin ziemlich hastig eine Smart City-Strategie, die schnell erarbeitet wurde mit verschiedenen Unternehmen der TU Berlin in einem Netzwerk. Dort finden sich viele Begriffe wieder, die auch in den Wettbewerbsprospekten von IBM immer nach vorne gepusht wurden und werden mit verschiedenen Stadtbehörden verknüpft. Es werden Stellen geschaffen und das Projekt soll eben vorangetrieben werden, vor allen Dingen zwischen Wissenschaft, Politik und Industrie. Die EU-Kommission äußert sich auch 2013 zu Smart Cities und fragt in einem Dokument, wer sollte denn jetzt diese Entwicklung vorantreiben, die Städte oder die Industrie. Seitdem hat sich zum Glück einiges geändert. Zum Beispiel mit der Smart City Charta der Bundesregierung, die kam letztes Jahr raus, war ein langwieriger Beteiligungsprozess vorher mit nicht so vielen Unternehmen diesmal. Es wurden viele Szenarien entwickelt, was zum Beispiel das Regieren in der Stadt angeht, Szenarientechniken aus Workshops, viele Beispiele, diesmal auch ein paar Leute, die Bedenken anmelden. In einer Anfrage aus März diesen Jahres schreibt die Bundesregierung, dass es eben trotz dieser ganzen Entwicklung immer noch wenig Forschung gibt über den Fortschritt, der gemacht wurde oder auch nicht gemacht wurde. Die Forschung bezieht sich vor allen Dingen auf Machbarkeitsstudien zwischen Universitäten und Unternehmen, wo es in Berlin auch einige Projekte zu gibt, zum Beispiel am Ernst-Reuter-Platz. Aber eine wirkliche Reflexion darüber,
wie mit Technologien in der Stadt umgegangen werden kann, findet zumindest im Smart-City-Diskurs noch nicht so wirklich statt. Und das gibt die Bundesregierung auch ziemlich offen zu, wie sie schreibt. Genau. Das so ein bisschen als Einführung in diesen Diskurs. Jetzt will ich mal sozusagen auf ein paar Entwicklungen in der Stadt zu sprechen kommen, die in diesen Smart-City-Strategien fast gar nicht vorkommen, aber dann in den Infrastrukturen doch immer wieder auftauchen und auch in den Verkaufsangeboten, die Städten gemacht werden. Privacy International hat im letzten Jahr auch eine Studie herausgegeben und dort diesen Diskurs etwas nachgezeichnet und es mal unter den Titel gestellt, utopische Visionen, dystopische Realität. In Deutschland haben, also sie beziehen sich da auf Predictive Policing zum Beispiel, was in den USA schon seit einigen Jahren vorangetrieben wird und in Deutschland jetzt aber auch und in der Schweiz kommt. Im April kommt die Meldung, dass die hessische Polizei das amerikanische Unternehmen Palantir engagieren will. Bekannt ist darüber fast gar nichts bis jetzt. Der Kaufpreis der Software soll bei 1 Cent liegen. So steht es in den Vergabedokumenten. Das liegt aber auch daran, dass, geben Sie zu, der Verkaufspreis nicht genannt werden darf wegen Geschäftsgeheimnissen und so weiter. In der Schweiz hat, wie eine Recherche vom Schweizer Rundfunk von Timo Grossenbach auch gerade erschienen, in der Schweiz gibt es seit den vergangenen Jahren immer mehr vorhersagende Polizeiarbeit, verschiedene Softwares, die auch in der Forschung extrem umstritten sind noch. Eine Software soll sozusagen aufgrund von psychologischen Antworten auf bestimmte Fragen das Potenzial dafür errechnen, ob man ein Gefährder ist oder nicht. Das Unternehmen, das diese Software entwickelt, übrigens ein deutsches Unternehmen aus Darmstadt, sagt, die Fehlerquote liegt bei 1/5, eine Doktorarbeit, nur eine Doktorarbeit, kein großes Forschungsprojekt, sagt, sie liegt bei 2/3, was beides eigentlich nicht zu verteidigen ist, so wirklich. Palantir ist, wie gesagt, aus den USA bekannt, arbeitet da schon länger mit Städten zusammen, unter anderem auch mit New York City, die im vergangenen oder vor 2 Jahren, glaube ich, die Zusammenarbeit auch aufgekündigt haben wieder, weil Palantir unter anderem ganz normale Rechner als Palantir-Rechner verkauft hat und dafür $20.000 abgerechnet hat, mal eben. Das sind die Login-Effekte, von denen wir gerade gehört haben. In New Orleans hat Palantir Zugriff auf sehr sensible Informationen von der Stadt erhalten. Genau. Eine andere Entwicklung, was Daten in der Stadt angeht, ist ein Projekt von einer Londoner Wohltätigkeitsorganisation, die sich um Obdachlose verschiedener Nationalitäten kümmert. Und die haben 2016 mit anderen Partnern, sind sie durch die Stadt gelaufen, haben Obdachlose befragt, wo sie sich aufhalten, wie sie sich in der Stadt bewegen, was ihre Bedürfnisse sind, aber auch was ihre Geschichte ist sozusagen, um dann dieses alles in eine Datenbank einzutragen und wiederum bessere Hilfe leisten zu können. Da gab es nur einen Haken, und zwar waren diese Wohltätigkeitsorganisationen unter dem Dach der Stadt noch organisiert, die dann eben Verbindungen zum Homeoffice hat, das im Moment auch in den Schlagzeilen ist, in England auf jeden Fall, und hat dann über E-Mails diese Daten weitergegeben an eben das Homeoffice, das ist sowas wie die Immigrationspolizei in England. Innerhalb des nächsten Quartals stieg die Festnahmerate von Obdachlosen um 40%, die Deportierrate von Nicht-EU-Bürgern aus England um 9%. Es ist effizient, kann man schon sagen. Es ist aber auch einfach extrem unrechtmäßig. Der letzte Skandal vor ein paar Wochen kam daraus, ist, dass sozusagen Nicht-EU-Bürger, die nach England eingewandert sind, sollen betrogen haben bei Sprachtests. Daraufhin hat das Home Office Sprachgutachten von einer Software erstellen lassen und mal eben 7.000 Menschen den Aufenthaltsstatus aufgekündigt, relativ konsequent. Aber was gibt es für Alternativen?
Dort tut sich auch etwas immer wieder bei solchen Softwares, die wir gerade gesehen haben. Die sind sehr intransparent, man kann sie nicht nachvollziehen. Es gibt sogenannte Login-Effekte, wo eben eine Stadt abhängig wird von einem Unternehmen. New York war das schon, hat sich dann dagegen entschieden und gesagt, okay, wir entwickeln diese Sachen lieber selber. Da komme ich auch später nochmal zu. Aber es gibt in dem Bereich auch sozusagen Lichtblicke. Eine Organisation, also die Free Software Foundation, hat mit vielen anderen Partnerorganisationen die Kampagne Public Money, Public Code ins Leben gerufen. Und der hat sich mittlerweile auch eine große europäische Stadt angeschlossen, Barcelona, die eben jetzt eine Open-Source-Strategie entwickeln möchte. Aber es gibt auch in Deutschland, die Stadt Dortmund hat jetzt auf interessanterweise auf Betreiben des Verwaltungsbetriebsrats hin gesagt, wir schauen mal, was wir mit offener Software machen können. In Bern gibt es Ähnliches. Ein anderes Problem sind natürlich große IT-Unternehmen, die in die Stadt kommen und erstmal etwas durcheinander bringen. Sie, da zum Beispiel Airbnb in Berlin oder auch in anderen Städten, wo es mittlerweile viele Studien gibt, die nachweisen, inwiefern die Mietpreise dadurch ansteigen. Links ist ein studentisches Projekt, die sich mal die Mühe gemacht haben, die 10 aktivsten Airbnb-Anbieter in Berlin grafisch darzustellen, die eben mehrere verschiedene Wohnungen kommerziell vermieten. Der Senat hat dagegen was getan mittlerweile und versucht jetzt auch sozusagen an die Daten mal heranzukommen. Das gibt es auch in anderen Städten, um überhaupt einen Überblick darüber zu haben, weil es sehr schwer ist, das einzuschätzen im Alltag. Ich glaube, drüben war gerade Trevor Scholz, der die Idee des Plattformkooperativismus oder plattformbasierter Genossenschaften versucht voranzubringen. Und dort gibt es eben auch eine Alternative, die sich klugerweise Fairbnb genannt hat und eben auch eine Plattform anbieten möchte, aber die nicht von eben den Aktionären kontrolliert wird, sondern von Mitgliedern. Das heißt, das sind zum Teil Stadtteilinitiativen, das sind Vereine, die in einer Stadt ansässig sind, die sich dort zusammentun, das entwickeln und schauen, okay, wie können wir Ferienwohnungen sozial verträglich anbieten, wie können wir mit der Stadt zusammenarbeiten, und das wächst mittlerweile auch. Es gibt es in Kanada in einigen Städten und in Europa auch, wie man da unten sieht. Anderes Beispiel wird mittlerweile ziemlich groß. Luftdaten.info hat sich aus dem Stuttgarter Fab Lab gegründet. Installiert Sensoren in der Stadt. Das hat damit angefangen, dass man sich gefragt hat, okay, wie ist denn die Feinstaubbelastung in Stuttgart hier? Das würden wir mal gerne wissen und machen einfach mal. Und haben ja so Do-it-yourself-Sensoren überall in der Stadt installiert. Rechts kann man sehen, wie viele es geworden sind. Es sind weltweit mittlerweile über 5000 und hat sich in den letzten 2 Jahren extrem weiterentwickelt. Im Moment denken sie darüber nach, eine andere Form für dieses Projekt zu finden, weil es so groß geworden ist, dass es ehrenamtlich nicht mehr so gut koordinierbar ist. Und ich denke, solche Ansätze kann man durchaus mit der Wikipedia vergleichen, die eben auch wächst zum Teil und dann nach einer Organisationsform sucht. Und dort gibt es auf jeden Fall Lichtblicke. Wikipedia ist gut, aber wie wir auf der Republika auch immer wieder gehört haben, ist es nicht genug. Unternehmen haben einfach enorm viel mehr Ressourcen und nutzen diese. Wie geht man damit um? Wie kann man diese Probleme lösen? Das ist natürlich nicht einfach. Und eben in Anbetracht der Ressourcen, die viele Unternehmen in die Stadt stecken, mittlerweile wird es ein langer Prozess. Aber ich habe nochmal sozusagen ein letztes Beispiel, um nochmal auf New York zurückzukommen, mitgebracht, was eigentlich diese beiden Entwicklungen, die ich versucht habe aufzuzeigen, so ein bisschen deutlich macht. Und auch die Komplexität und aber auch die Lernfähigkeit von Städten auch ein Stück weit zeigt. Es gibt Fortschritte mit Open Data, mit Open Government, und wenn man der Großen Koalition glaubt, will sie das im Koalitionsvertrag auch weiter fördern.
Das ist auch interessant. In New York hat damals noch unter dem Bürgermeister Bloomberg die Stadt ein sogenanntes Behörde für Datenanalyse gegründet. Und dort sollte einerseits mit städtischen Behörden zusammengearbeitet werden, um festzustellen, wie Daten genutzt werden können, um ihre jeweiligen Ziele optimal zu erfüllen. Das sollte dazu verhelfen, Kriminalität, öffentliche Sicherheit, Fragen von Lebensqualität und so weiter zu lösen. Das kennen wir ganz gut aus dem Smart City Diskurs. Was anderes hat Palantir auch nicht vor. Andererseits gibt es unten dann auch die Klausel, die dieses Office auf der anderen Seite auch einer Open Data Strategie verpflichtet. Dort hat man sozusagen beide Entwicklungen in einer Behörde. Und da gibt es auch, was die Offenheit angeht, eigentlich auch gute Fortschritte. Die Stadt hat sozusagen Techniker angestellt und Programmierer angestellt, die mit Behörden zusammenarbeiten. Und hier ist zum Beispiel ein Projekt, wo sie mit offenen Daten versucht haben, einen Algorithmus zu programmieren, der dabei hilft, die Verpflegung von Schulkindern effizienter zu gestalten. Es ist sehr, sehr gut dokumentiert auf der Website. Es steht, welche Daten dafür benutzt werden. Es steht, der Code steht auf der Website, findet sich auch auf GitHub. Man kann es sehr gut nachvollziehen. Man kann auch sagen, okay, auf dieser Grundlage könnt ihr das nicht machen. Es ist offen für Kritik sozusagen, für Verbesserungsvorschläge. Und es ist vor allen Dingen Ergebnis eines Lernprozesses, denn New York hat schon einige Erfahrungen damit, sozusagen algorithmische Entscheidungssysteme in den ins Verwaltungshandeln einzubringen. Und eine Recherche von ProPublica aus dem letzten Jahr hat sich eine dieser Softwares mal angeschaut, die die Stadt übrigens eingekauft hat, was eine DNA-Analyse ist, die jahrelang angewendet wurde. Sie bezieht sich darauf auch aus kleinsten und vermischten Proben, das heißt Proben, wo DNA von verschiedenen Menschen drin sind, zuverlässig herauszufinden und zuverlässig zu identifizieren, wer das ist. Es gab natürlich viele Fehlerfälle. Es war ein großer Skandal, eine große Aufarbeitung auch. Und hat dazu geführt, dass sich eben Leute mit der Frage nach Algorithmen in der Stadt, nach der Auswertung von Daten auseinandergesetzt haben und hat letztendlich auch zu einer Gesetzesinitiative geführt in der Stadt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass in New York stark ist, wenn es um Ethik künstlicher Intelligenz und so weiter geht. Sie haben riesige Forschungsinstitute dort, die sich auch eingebracht haben, die Briefe geschrieben haben an den Bürgermeister, die mit verschiedenen Abgeordneten gesprochen haben und die dann eben eine Arbeitsgruppe oder dafür gesorgt haben, dass der Bürgermeister eine Arbeitsgruppe gründet, sozusagen. Hört sich erstmal unspektakulär an, aber deren erste Aufgabe ist es tatsächlich, und das ist eigentlich ziemlich blamabel, aber da stehen wir gerade, erstmal einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Algorithmen von welchen Unternehmen wie überhaupt angewendet werden und dort sozusagen mal ein bisschen dafür zu sorgen, dass die Stadt darüber selbst Bescheid weiß. Schließlich soll sie dann auch Kriterien entwickeln und ich denke, das andere Beispiel dieses Algorithmus für die Versorgung von Schulen ist da schon ein gutes Beispiel, wie man so etwas machen kann als Stadt auch. Es soll Kriterien dafür entwickeln. Trotzdem hat diese Arbeitsgruppe eine starke Einschränkung dadurch, dass sie nicht auf geschützte, also als Geschäftsgeheimnis geschützte Informationen zugreifen darf. Das heißt, ihr fehlt da schon ein Stück weit auch ein Mandat und sie kann da nicht in alle Sachen Einblick nehmen. Mit diesen Fragen werden wir uns auf jeden Fall auseinandersetzen. Und um nochmal darauf hinzuweisen, es ist wirklich beschämend zum Teil, wie viele Technologien eingeführt werden, ohne vorher etwas dazu geforscht zu haben. Das hat die Bundesregierung selber gesagt. Also wir brauchen Forschung, wir brauchen Recherchen wie die von ProPublica, die so ein Thema auf den Tisch bringen kann.
Und wir brauchen auch zivilgesellschaftliches Engagement. Und da ist vor allen Dingen die Wissenschaft auch gefragt, die in Deutschland im Moment vor allen Dingen auf Wirtschaftsnähe pocht und ihre Rolle nicht wahrnimmt, überhaupt nicht, dort eben sich mal zu äußern, dort Briefe hinzuschreiben, mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten und stattdessen vielmehr dabei mithilft, verschiedene Überwachungsinfrastrukturen aufzubauen. Die Schweizer Predictive Policing Software ist eine Ausgründung aus der Darmstädter Universität und mit staatlichen Mitteln gefördert. Entwickelt übrigens auch eine Software für die Früherkennung von Islamismus. Da sieht man, dass das politisch motivierte Geschäftsmodelle zum Teil auch sind, die, wenn man sich das bayerische Polizeigesetz, über das wir heute bestimmt auch noch was hören werden, auch ihren Markt finden könnten. Dem müssen wir etwas entgegensetzen. Safer Cities, nur nicht so. Ich habe das Bild eigentlich genommen, weil es so gut zum Motto der Republika passt und weil es auch zeigt, dass wir uns eigentlich an einem Punkt befinden, wo in einigen Jahrzehnten man vielleicht genauso auf uns zurückschauen wird und wir mit den Versuchen in den letzten Jahren ein weiteres Kapitel in der Geschichte der Zukunft sind. Ja, vielen Dank. Wir haben noch Zeit für Q&A, wenn du möchtest. Ja. Wenn ihr Fragen habt, gibt es Fragen irgendwo? Hier vorne? Hi, was könnte denn bei solchen Smart Cities vielleicht auch die Rolle von Stadtwerken oder kleinen Energieversorgern vor Ort oder wie auch immer sein, die ja auch irgendwie Interesse an Daten haben, aus der Stadt kommen und damit vielleicht sogar in Bürgerhand sind? Deren Rolle, sie sind natürlich ein Stück weit dem Gemeinwohl verpflichtet, was auch auf jeden Fall ein sozusagen Punkt ist, den man dort noch verteidigen kann. Wenn man sich anschaut, was die in der letzten Zeit tun und zum Beispiel auf Blockchain setzen, was eine Technologie ist, die noch nicht wirklich erforscht ist, dann muss man natürlich auch sagen, dass es dort Fragen gibt von IT-Sicherheit und so weiter, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe, wo aber viele auch kommunale IT-Dienstleister auf jeden Fall sozusagen Nachholbedarf haben und wofür auch sozusagen Geld bereitgestellt werden müsste eigentlich, würde ich so sehen. Aber ansonsten, klar, also wenn es in einer Hand ist, die dem Gemeinwohl ein Stück weit verpflichtet ist und nicht nur einem Markt, sollte man das auf jeden Fall fördern. Ne? Also bei allen Benefits, die so ein System natürlich bringen kann, ist es ja auch ein Stück weit, oder das ist wahrscheinlich die größte Gefahr, die da drin ist, so eine Entdemokratisierung von der Entscheidung im städtischen Raum. Es ist ja heute so, wenn ich jetzt irgendwas verändern will in der Stadt oder anpassen, dann muss ich ja die gewählten demokratischen Gremien beteiligen und irgendwelche Ortsbeiräte fragen und das dauert natürlich. Und Smart City setzt ja da an, dass es viele dieser demokratischen Prozesse durch Automatismen ersetzt. Und diese Automatismen auf Basis von irgendwelchen Algorithmen und irgendwie pseudo-rational aus Big-Data-Analysen herauszieht. Gibt es denn irgendwelche Beispiele, wie man sowas überhaupt mit einem demokratischen System verzahnen kann? Also weil letzten Endes müssten ja dann die demokratischen Entscheidungen, wenn man beides behalten will, so gefällt werden, dass man über die Algorithmen entscheidet und über die Automatismen entscheidet, statt über die Einzelfälle.
Genau, das habe ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen. Was diese Arbeitsgruppe in New York auch tut, ist, dass sie verschiedene Vertreter von Leuten aus der Stadtgemeinschaft einbringt, die von Erfahrungen berichten können, die verschiedene Communities mit diesen Systemen gemacht haben. Also beispielsweise, wenn es darum geht, wie werden Kinder über die Stadt verteilt. Und das war zum Beispiel ein Projekt, was New York sozusagen digitalisiert hat. Dann kann man dort befragen, ja, wie ist es denn bei euch angekommen, wie ist es gelaufen? Und diese Leute sollen, und ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, dort eben auch einen Platz haben in dieser Gruppe und dort diese Bedenken sozusagen auch anmelden. Dann kann man natürlich darüber diskutieren mit den Leuten, die dafür verantwortlich sind, vielleicht auch mit den Unternehmen, hoffentlich, und versuchen, diese Entscheidungen transparent zu machen und versuchen eben auch diese Menschen in die Entwicklung dieser Algorithmen, jetzt nicht unbedingt technisch, aber sie zu befragen und zu schauen, wie ist das denn, wie kommt es bei euch an? Ich denke, das ist dafür auf jeden Fall ein positives Beispiel. Aber dafür braucht es natürlich, dafür braucht es Gesetzesinitiativen, dafür braucht es Mandate. Das geht nicht durch Ethikbeiräte, die sozusagen mal darüber schauen und ein paar Kritikpunkte anmelden, sondern dafür braucht es auch ein Stück weit politische Entscheidungsgewalt. Ja. Hi, ja, erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Und eine kurze Frage, also jetzt ein bisschen weg von den Städten und hin vielleicht zu einem größeren Kontext, entweder auf nationaler Ebene oder auch vielleicht EU-weit. Wo siehst du denn auch zum Beispiel die Informationspflicht seitens der Medien? Weil, also ich finde, Smart City ist halt ein sehr, sehr abgehobenes und komplexes Thema und vielleicht könnte man ja auch mehr Bürger involvieren, wenn sie einfach besser informiert würden, sodass sie auch verstehen, was das alles impliziert und so weiter. Also auch die Frage, ich weiß nicht, ob du nur bei Netzpolitik veröffentlichst oder ob du auch Teil der Organisation bist, ob ihr da auch mit Journalisten zum Beispiel im Gespräch seid, die vielleicht ja auch informiert werden müssen. Ja, ich gehe mal einmal ganz schnell zurück. Das ist ganz am Anfang hatte ich ein Beispiel für Berichterstattung. Genau, das war letztes Jahr der Wettbewerb Digitale Stadt vom Branchenverband Bitkom. Und das ist eine Meldung, halt, die der produziert hat. Und ich denke, das haben die Unternehmen auch sehr gut verstanden, wie sie dort sozusagen Interesse, Hype kreieren können, den vielen Leute auch folgen und sich das dann anschauen und nicht zuletzt durch eigene Blogs eben auch immer wieder Inhalte reinpushen. Also was ich für ein extrem gutes Beispiel halte bei Smart City im Moment sind einfach längere Recherchen wie die von ProPublica in New York, weil die sozusagen, oder die von Timo Grossenbach vom Schweizer Rundfunk, weil die sozusagen mal in die Tiefe gehen können und diese Probleme eben in ihrer Komplexität darstellen können, weil das ist uns zum Teil oder der Öffentlichkeit einfach noch nicht bewusst.